Aufgehoben. Wir merken an der nächsten Frage von Petra Schmidt, dass wir hier in einer Bergbauregion sind. Und ich glaube, Sie sind der Einzige, der die wirklich beantworten kann. Die Betreiber der Kalihalden des Südharzes, und da gibt es ja einige, das ist ja eine Bergbauregion von Menteroda rüber, über Nordhausen, Roßleben, hierher, Sangerhausen geht es dann weiter, machen sich Sorgen um ihre Existenz. Anfang der 90er wurden die Halden an private Betreiber verkauft, mit der Auflage, die Salzemissionen zu verringern. Dafür gab es eine ganz klare Kalihalden-Richtlinie, schweres Wort. Die läuft jetzt aus. Fehlt damit jetzt den Betreibern die gesetzliche Grundlage und die Richtlinien und Richtwert? Kann man damit jetzt noch arbeiten? Wenn es keine Erneuerung gibt, dann fehlt tatsächlich die rechtliche Grundlage. Und jeder Unternehmen hat einfach das Bedarf an einer Rechtssicherheit. Wir leben in einem Rechtsstaat und man braucht auch eine Rechtssicherheit, um überhaupt weitere Investitionen, neue Arbeitnehmer einzustellen und so mehr. Das Thema ist bekannt und ich glaube auch persönlich, dass eine Richtlinie nicht das Richtige ist. Wann macht man eine Richtlinie? Die Finanzämter in Thüringen haben Richtlinien, interne Verwaltungsvorschriften, dass man nicht in Jena etwas anders auslegt wie in Nordhausen oder Mühlhausen. Das ist in Ordnung. Wir reden hier von 5 private Unternehmer, ja, und die 5 private Unternehmen können mit einem normales Betriebsplan. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben das mit Frau Lieberknecht angesprochen in juli. Sie hat sich persönlich darum gekümmert. Er hat gestern ein Gespräch gegeben bei Staatssekretär Richtwin und wir sind absolut auf dem richtigen Weg, sodass wir nicht in Zeitnöte kommen und dass es einfach ab 1. April, denn diese Kalihalden-Richtlinie läuft zum 31.03.2013 aus, dass wir weitermachen können. Und wir sollen nicht vergessen, das ist auch notwendig, denn diese gesamte Privatisierung hat dazu beigetragen, dass wir keine hunderte Millionen an öffentliche Mittel in die Hand genommen haben, um die Sanierung voranzutreiben. Öffentliche Mittel, die letztendlich von uns allen als Steuerzahlern zu kommen haben. Ja? Und wir machen das jetzt mit einem geringes Gewinn, aber es kostet den Bürger, der Steuerzahler, nichts. Und das ist ein vernünftiges Konzept und ein Konzept, wo der Freistaat Thüringen stolz drauf sein kann, dass wir das so entwickelt haben. Ja?